Liebe Kinder, liebe Familie, ihr habt bestimmt ein paar gute Freunde. Was machst du denn am liebsten mit deinen Freunden? Wahrscheinlich draußen spielen, verstecken oder fangen. Vielleicht bastelt ihr auch was gemeinsam. In der jetzigen Zeit könnt ihr euch leider nicht so oft sehen, wie ihr das bestimmt gerne tun würdet. Im heutigen Evangelium hören wir von Jesus. Und Jesus hatte 12 ganz besonders gute Freunde. Und für diese Freunde hatte er eine Aufgabe. Und von dieser Aufgabe möchte ich dir heute erzählen. Jeden Tag kamen ganz viele Menschen zu Jesus. Einige der Menschen waren krank, manche waren traurig und verzweifelt. Andere wollten ihre Kinder von Jesus segnen lassen. Und wieder andere wollten von Jesus etwas über Gott erfahren. Viele dieser Menschen taten Jesus leid. Er wollte ihnen helfen. Aber es kamen so viele Menschen zu Jesus, dass er das alleine nicht geschafft hat. Er konnte nicht allen helfen. Deshalb rief er seine 12 besten Freunde zu sich. Diese 12 Freunde waren Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, noch ein Jakobus, Thaddäus, Simon, und Judas. Das waren die 12 besten Freunde von Jesus. Und für diese 12 Freunde hatte Jesus eine besondere Aufgabe. Er gab ihnen die Kraft, Kranke wieder gesund zu machen. Und er schickte seine Freunde in das ganze Land. Er sagte zu ihnen: Geht durch das Land, macht Kranke wieder gesund. Erweckt die Toten wieder zum Leben und erzählt überall von Gott. Seid für die Traurigen da, habt ein offenes Ohr für alle Menschen. Verbreitet die frohe Botschaft Gottes. Das sollt ihr tun, aber dafür kein Geld verlangen. Das tue ich schließlich auch nicht. Und so zog Jesus und seine 12 Freunde durch das Land und verbreitete die frohe Botschaft Gottes. Liebe Kinder, wir haben gerade in der Bibelgeschichte gehört, dass Jesus seine 12 besten Freunde ausgesandt hat. Er hat ihnen die Aufgabe gegeben, in das Land zu ziehen und die frohe Botschaft zu verbreiten. Die meisten seiner Freunde waren ganz einfach Fischer. Aber durch die Aufgabe von Jesus wurden sie Menschenfischer, weil sie andere mit der frohen Botschaft begeistern sollten. Die 12 Apostel sind also durch das Land gezogen und haben den Glauben verkündet. Das hat oft ganz schön viel Mut gebraucht. Über Gott zu reden, von Gott zu erzählen, die Botschaft Jesu weiterzutragen. Aber sie haben diesen Mut gehabt. Sie sind durch das Land gezogen, haben Menschen getröstet, haben ihnen geholfen, haben sie wieder gesund gemacht. Viele Menschen wurden also durch die Jünger glücklich. Und so konnte diese frohe Botschaft weitergetragen werden. Weil sie haben viele mit dem Glauben angesteckt. Und noch viel mehr Menschen haben von Gott, von Jesus erzählt. Bis heute tun wir das. Wir erzählen von Gott, von Jesus. Und ich wünsche dir, dass du auch von dieser frohen Botschaft Gottes immer wieder hörst. Dass du sie auch immer wieder spürst, die Liebe Gottes.